Endlich kann's losgehen. Nur noch wenige Minuten, dann beginnt dieses mit Spannung erwartete Spiel. Bleiben Sie dran. Wer wird heute gewinnen? Gleich erfahren wir es. Wir sind live dabei. Ich darf Sie heute Abend herzlich zu diesem Spiel bei besten Wetterbedingungen begrüßen, liebe Fußballfans. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Auf dem Programm steht heute eine interessante Begegnung. Legia Warschau gegen Real Betis. Spannende Sache, Wolf. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? Wird's jetzt gefährlich? So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann's weitergehen. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Mitspieler bieten sich an. Zieht den Ball zurück. Klasse anspielen. Rodriguez. Da hat er die Chance. Und das nächste Tor. Sie setzen nach. Sie belohnen sich mit diesem blitzschnellen Doppelschlag. Souverän abgeschlossen hier, das kann man nicht anders sagen. Das hat er klasse gemacht. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Könnte was werden. Guter Pass. Defensiv war es gut. Sie nun mit 3 Toren vorne machen heute wirklich einen exzellenten Eindruck. Da ist das Tor nochmal. Ist natürlich eine wirklich gute Flanke. Und dann kommt dieser Hammer. Da gibt es nichts zu halten. Drin ist er. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Schöne Aktion, Steilpass. Jetzt könnte was entstehen. Gehalten, aber die Chance ist noch nicht vorbei. Abwehr kann erstmal wieder durchatmen.
Ball nicht im Aus. Es könnte gefährlich werden. Pass zum Gegner. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter. Richtig gute Partie heute von ihm. Hatte einige gute Szenen heute und dann war es ja klar, dass er seine Tore macht. Stoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Schwache Aktion, Schiedsrichterin pfeift sofort und ich glaube, das kann auch gelb geben. Ich glaube schon, das war gelb. Sehe ich auch so, absolut vertretbar, beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Schön erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Ah, da wäre jetzt Platz. Die Chance. Eine gefährlich nach dieser Parade. Was macht die Abwehr da? Gute Parade, aber sie bekommen den Abpraller nicht. Und der Nachschuss, tja, der ist dann drin. Wird Vorwürfe geben, ist doch klar. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart.
Und jetzt über außen kommt. Da muss die Abwehr jetzt aufpassen. Vielleicht die Chance jetzt. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tors. Zunächst die Flanke und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Begegnung. Die Gäste sind also am Ende die Sieger. Klarer Sieg also am Ende. Spannung, naja, das sieht dann doch anders aus. Das war eine echte Demonstration. Das war heute eine überragende Vorstellung von Ihnen. Dreierpack, ja, was will man denn mehr? Ein Riesenspiel, eine Megaleistung bei diesem Sieg. Ist in dieser Form einfach nicht zu bremsen. Das hat man gesehen. Die Abwehr versucht.